Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde, der Wochenspruch für den heutigen ersten Sonntag nach Trinitatis ist ein Wort Jesu an seine Jünger. Das heißt aber über Zeit und Raum hinüber an uns alle, die wir doch hier jetzt, heute in seinem Namen versammelt sind. Jesus spricht: Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Liebe Gemeinde, was für eine großartige Aufgabe für uns. Gottes Wort, Gottes Botschaft, die Botschaft von Liebe und seiner Gnade weiterzutragen. Weiterzutragen in die entferntesten Winkeln der Erde. Und wir dürfen das, sagt Jesus ja ganz ausdrücklich, in seinem Namen als seine Botschafterinnen und Botschafter tun. Können wir dieser gewaltigen Aufgabe überhaupt gewachsen sein? Wir müssen es. Bedenken wir sind doch in der lutherischen Stadtkirche. Und da darf ich immer wieder Satz Luthers betonen. Luther spricht doch vom allgemeinen Priestertum aller Gläubigen. Wir alle sind ja nicht nur Gemeindemitglieder, wir sind Priester für unsere Nächsten, Priester für unsere Fernen. Kindergottesdienstleiterin und die Kinder nach vorne bitten. Sie bekommen natürlich auch ein Licht mit auf den Weg, und ich muss mich ja immer wieder daran erinnern, wie ich es werden allmählich 80 Jahre sein, als ich das erste Mal hier in dieser Kirche auch als Kind zum Kindergottesdienst hinübergegangen bin. Also da habt ihr schon die Kerze, und wir erinnern uns daran, was Jesus zu den Kindern über die Kinder gesagt hat: Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, sich nicht wie ein Kind vorbehaltslos schenken lässt, der kann es überhaupt nicht annehmen. Also gerade in diesem Sinn wünschen wir euch einen schönen, einen fröhlichen Kindergottesdienst. Und wir beginnen, wir brauchen noch einmal. Kerze hat funktioniert. Ja, und wir setzen nun fort mit diesem wunderschönen Lied 504. Es stammt bitte aus dem 17. Jahrhundert. Das heißt, es wurde dieses Lied in evangelischen Kirchen in Europa wahrscheinlich, ich kann es ja nicht ausrechnen, aber tausende Male gesungen. Ein Lied Dank für die Schönheit der Schöpfung Gottes. Bitte sehr. Thank you.
Auf unserem Sonntagsgruß ist ein Teil des Psalms 34 abgedruckt. Wir wollen ihn nun im gewohnten Wechsel miteinander beten. Ich will den Herrn loben, alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. Herr Jesus Christus, wir vertrauen deinem Versprechen, dass du niemanden zurückweisen wirst, der ernsthaft deine Vergebung erbittet. Nun bitten wir dich um deine Vergebung, denn du allein weißt, wie oft wir wieder deine heiligen Gebote übertreten haben. Und vor allem bist du wieder nicht im Mittelpunkt unseres täglichen Lebens gestanden. Wir haben vor allem gegen dein wichtigstes Gebot verstoßen, dich mit all unserer Kraft, all unserem Verstand und aus ganzem Herzen zu lieben. Und wir haben auch unsere Nächsten nicht so geliebt wie uns selbst. So sind wir nun gefragt, ist das unser aufrichtiges und demütiges Bekenntnis unserer Sünde? Trauen wir aber ganz allein auf Gottes Barmherzigkeit und wissen wir, dass es uns gar nichts aufnützt, alle unsere Sünden einzelweis zu bedenken oder gar aufzuzählen, sondern ahnen oder wissen wir sogar, dass wir im Angesicht der unfassbaren Heiligkeit Gottes auf jeden Fall sündhaft sind. Aber wenn wir jetzt auf Gottes Gnade, seine unfassbare Liebe vertrauen und ihm all unsere Schuld zu Füßen legen wollen und ihn herzlich um sein Erbarmen bitten, so wollen wir das jetzt bekennen mit unserem Ja. Ja. Unser Herr und Heiland Jesus Christus spricht, welchen ihr die Sünde erlasst, denen ist sie erlassen. Und als verordneter Diener am Evangelium und unserer Kirche stehe ich doch auch selbst vor Gott mit der sehr dringenden Bitte, Gott sei mir Sünder gnädig. Aber als euer Bruder in Christus, in seinem Auftrag darf ich euch nun die volle Vergebung eurer Schuld, seine Barmherzigkeit zusprechen. Und ich tue das jetzt unter dem Zeichen des Heiligen Kreuzes. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. So wollen wir nun für heute und für die weitere Zukunft noch einmal bekennen und bitten: Herr, erbarme dich unser.
Wir rühmen uns, so schreibt der Apostel Paulus an die Römer, wir rühmen uns Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Denn wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Ehre sei Gott in der Höhe. Du unbegreiflicher Gott, die Himmel können dich nicht fassen, und doch kommst du uns nahe in deinem Wort. Hilf, dass wir deine Stimme unterscheiden von den vielen anderen Stimmen, die auf uns einreden, damit unser Leben doch dir gehöre, getragen und geformt von deiner Liebe, die uns in Jesus Christus begegnet. Dir allein sei Ehre in Ewigkeit. Amen. So hören wir nun Gottes Wort aus Heiliger Schrift für den heutigen ersten Sonntag nach Trinitatis, aufgezeichnet im Evangelium des Lukas im 16. Kapitel. Es war ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber mit dem Namen Lazarus lag vor seiner Tür. Er war voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des reichen Tisch fiel. Doch kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es begab sich aber, dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Bein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet, du aber leidest Bein. Und in all dem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann, und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen in diesen Ort der Qual. Abraham aber sprach: Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm: Hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen von jemand, wenn jemand von den Toten auferstünde. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte
und ein Licht auf meinem Weg. Halleluja. So wollen wir nun gemeinsam vor der ganzen Welt unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Unser nächstes Lied, 365, die ersten beiden Strophen, von Gott will ich nicht lassen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, ich habe jetzt eine ganz besondere Bitte, nämlich die Bitte, eure ganze Fantasie spielen zu lassen und euch etwas Besonderes, etwas Merkwürdiges vorzustellen. Hier oben auf der Kanzel steht einmal nicht Lektor Roland. Und ich trage auch gar keinen Talar. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Beckmann. Unteroffizier Beckmann. Wir haben das Jahr 1947 und ich komme gerade als Heimkehrer
aus Sibirien. Ich trage eine zerschlissene Uniform und wie gesagt, ich stehe nicht auf der Kanzel, ich stehe draußen vor der Tür. Manche kennen von euch ja das Drama von Wolfgang Borchert, draußen vor der Tür. Und da bricht jetzt aus mir alle meine Verzweiflung, vor allem mein Zweifel an Gott heraus. Wo ist denn der alte Mann, der sich Gott nennt? Warum redet er denn nicht? Wer hat dich eigentlich so genannt, lieber Gott? Die Menschen? Ja, oder du selbst? Das müssen ganz seltsame Menschen sein, die dich so nennen. Das sind wohl die Zufriedenen, die Satten, die Glücklichen und die, die Angst haben vor dir. Wann bist du eigentlich lieb, lieber Gott? Warst du lieb, als du meinen kleinen Sohn, der gerade ein Jahr alt war, von einer brüllenden Granate zerreißen ließest? Oder warst du lieb, als von dem mir anvertrauten Spähtrupp 11 Männer fehlten? Die 11 Männer haben gewiss laut geschrien im einsamen Wald. Warst du in Stalingrad lieb, lieber Gott? Warst du da lieb? Wie? Wann warst du eigentlich lieb, Gott? Wann? Liebe Gemeinde, wie vertragen sich jetzt wirklich die Begriffe Gott und Liebe miteinander? Sogar unser Martin Luther hat einmal gesagt, dass sich der Gott der Bibel manchmal in einer Gestalt zeigt, als würde er die Maske des Bösen tragen. Ja, aber damit ist es jetzt wohl allerhöchste Zeit gewesen, die für heute vorgesehene Predigtstelle zu hören, kritisch zu hören. Kritisch als Menschen, die ja auch heute von so viel Bösen, so viel Leid wissen. So lese ich nun die für heute vorgesehene Predigtstelle aus dem ersten Brief des Johannes im 4. Kapitel. Gott ist Liebe. Wer in der Liebe lebt, lebt in Gott. Und Gott lebt in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollendet, dass wir dem Tag des Gerichts in voller Zuversicht entgegensehen können. Denn so wie Christus mit dem Vater verbunden ist, so sind ja auch wir es in dieser Welt. Die Liebe kennt keine Angst. Wahre Liebe vertreibt die Angst. Wer Angst hat und vor Strafe zittert, bei dem hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Lasst uns Gott lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder, ich darf in Klammer ergänzen, seine Schwester, hasst, dann lügt er. Wenn er seinen Bruder, den er sieht, nicht liebt, dann kann er Gott, den er nicht sieht, erst recht nicht lieben. Christus gab uns dieses Gebot. Wer Gott liebt, muss auch seinen Bruder lieben. Herr, hilf uns, deine Liebe zu erkennen und in ihr zu leben. Amen. Liebe Gemeinde, Gott ist Liebe. Aber draußen vor der Tür, da schreit einer, wann bist du eigentlich lieb, lieber Gott? Und wie oft hören doch auch wir die zweifelnde Frage oder stellen sie vielleicht manchmal sogar selbst,
Wie kann Gott das alles zulassen? Und es scheint ja oft leichter, von der fehlenden Liebe Gottes zu reden, als von der Liebe Gottes zu predigen. Trotzdem schreibt Johannes, Gott ist Liebe, obwohl er doch sicher alle Einwände der Menschen ja selbst auch gekannt, auch erfahren hat. Verfolgungen, Katastrophen, Unglücksfälle, Massentod, Kriege, das sind doch beileibe keine Erfahrungen nur der heutigen Zeit. Und daher ist dem Johannes aber sicher auch bewusst, dass er mit seiner Behauptung, Gott ist Liebe, einen Satz wagt, der zu seiner Zeit genauso wenig selbstverständlich war wie heute. Einen Satz, der auf manche Menschen ja geradezu als eine Provokation wirken muss. Ich möchte heute einfach nur an die Unglücklichen denken, die etwa unterhalb des kürzlich gesprengten Staudamms Kachowka-Staudamm in der Ukraine so gut wie alles verloren haben. Aber wie kommt Johannes trotzdem zu seiner Behauptung? Johannes muss da wohl eine ganz, ganz andere, eine besondere Erfahrung gemacht haben. Aber was war das? Was weiß Johannes? Hier kann es wohl nur, wenn man die Bibel liest, eine einzige Antwort geben. Ihm selbst hat sich der Raum der Liebe, der Raum der Liebe Gottes, in einer ganz besonderen, in einer eben überwältigenden Weise erschlossen, in der Begegnung mit Jesus. Nur dabei muss ihm klar geworden sein, Gottes Liebe ist kein Traum, sie ist eine Wirklichkeit. Vielleicht die allergrößte und bedeutendste Wirklichkeit, die es in diesem Universum gibt. Aber da müssen wir jetzt doch noch einmal zum ersten Satz unserer Predigtstelle zurückgehen. Und da lesen wir ganz genau, Gott ist Liebe. Da steht nicht, was ein Riesenunterschied wäre, Gott hat Liebe, sondern eben Gott ist Liebe. Im griechischen Original Hotheos Agape Estin, ist Liebe. Liebe Gemeinde, jetzt muss ich ein Geständnis machen. Ich weiß gar nicht, ob ich mich hier traue. Vielleicht traue ich mich auch deshalb, weil die Pfarrer der Gemeinde ja heute eigentlich in Deutschland, im Deutschen Evangelischen Kirchentag sind. Aber ich habe jetzt einfach den Versuch gemacht, die KI, die künstliche Intelligenz, zu Hilfe zu ziehen und war äußerst gespannt, was da herauskommt. Ich habe nämlich in die KI, das könnt ihr alle auch, wenn ihr wollt, eine Frage eingegeben. Wörtlich, ich werde nachher auch die Antwort der KI wörtlich vorlesen. Meine Frage hat gelautet, eingetippt, was ist der Unterschied zwischen A, Gott hat Liebe und B, Gott ist Liebe? Und in Sekundenschnelle wurde mir am Bildschirm vor meinen Augen folgende Antwort getippt. Ich werde sie jetzt wörtlich lesen. Antwort der künstlichen Intelligenz auf diese doch theologisch brisante Frage. Was ist der Unterschied zwischen Gott hat Liebe und Gott ist Liebe? Die Antwort. Die Aussage, Gott hat Liebe, könnte darauf hindeuten, dass Liebe eine von den vielen Eigenschaften Gottes ist, die er besitzt oder von der er Gebrauch machen könnte, um sich gegenüber seiner Schöpfung zu offenbaren. B. Die Aussage, Gott ist Liebe, geht noch viel weiter und drückt eine viel tiefere Verbindung
zwischen Gott und Liebe aus. Sie besagt, dass Liebe das Wesen Gottes selbst, das Wesen Gottes selbst ausmacht. In diesem Verständnis ist Liebe nicht nur etwas, das Gott hat oder zeigt, sondern sie definiert seine Natur, sein ganzes Wesen. Die Aussage, Gott ist Liebe, weist darauf hin, dass alles, was Gott tut und sagt, von seiner Liebe geprägt ist und dass seine Liebe allumfassend und unendlich ist. Soweit die KI. Aber jetzt zurück zu unseren eigenen Gedanken. Ich meine, wenn es um das Wort Liebe Gottes geht, kommt sicher darauf an, wohin wir schauen. Wohin nämlich jetzt wir schauen, zum Unterschied von Johannes. Wohin schauen wir denn wirklich? Schauen wir Menschen, geben wir es doch zu, von früh bis abends nicht nur auf die äußere Welt, jene äußere Welt, in die wir gehen mussten, als Gott uns aus dem Paradies verstoßen hat, also unsere Umwelt, ein übrigens aus meiner Sicht ja völlig falscher Begriff, wir müssten statt Umwelt immer Mitwelt sagen, unsere Mitmenschen, wird unsere persönliche Sicht der Dinge nicht vor allem auch von den Medien geprägt, die ihre Meldungen noch dazu unter dem Motto Only bad news is good news auswählen. Was für eine Verantwortung haben die Medien da eigentlich für das Grundgefühl der Menschen, mit dem sie durch die Straßen Wiens gehen und letztlich auch für ihren Optimismus oder Pessimismus. Wir schauen auf die äußere Welt. Aber wohin schaut Johannes, wenn er von seiner Erfahrung mit der Liebe Gottes spricht? Er hat offenbar einen völlig anderen Blickwinkel. Johannes hat erfahren, dass sich die Liebe Gottes nur durch Jesus Christus sichtbar macht, hier verwirklicht hat, in Jesus Christus auch weiter verwirklicht. Und dass das Wort Jesus Christus letztlich nur ein anderes Wort für den Begriff Liebe Gottes ist. Und wer die Liebe Gottes nicht dort bei Jesus Christus sucht, wird sie nirgends finden. Denn es gibt dann eben tausend Gründe an der Liebe Gottes zu zweifeln. Es gibt aber nur einen einzigen Grund, es nicht zu tun. Jesus Christus. Und Johannes erkennt, dass die Liebe Gottes in die Welt hineingegangen ist. Dass sie sich bei Gott nicht um einen Vater überm Sternenzelt handelt, den wir uns irgendwie vorstellen können und an ihn denken, sondern weil die Liebe Gottes in Jesus Christus in die Welt hineingegangen ist, ist sie eben auch verletzlich geworden. Wie lesen wir bei Johannes im ersten Kapitel? Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Ohne Verletzung gibt es offenbar keine Liebe. Thomas Mann hat einmal gesagt, wer am meisten liebt, muss am meisten leiden. Und dass Gott also wirklich Liebe ist und nicht nur Liebe hat, das lässt sich eben an nichts anderem ablesen als am Weg Jesu, an seinem Weg im Leben, im Leiden, im Sterben. In der Begegnung mit Jesus Christus, nur da begegnet uns die Liebe Gottes. Und Jesus hat ja
lange vor seinem Leiden auf Golgatha seinen Jüngern einmal gesagt, und sie haben es damals ja nicht verstanden, erst nachher, aber dann voll, wenn Jesus gesagt hat, wer am meisten liebt, muss am meisten leiden, beziehungsweise auf ihn selbst bezogen. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und wenn ich jetzt auf unser schönes Altarbild schaue, hier gerade auf dieses Altarbild, dieses Bild ist die einzige Antwort, die möglich ist, auf den Schrei Beckmanns draußen vor der Tür. Das Neue Testament ist so gesehen eine Geschichte der Liebe Gottes. Und wir alle, jede und jeder von uns, kann ja Platz finden in der Liebe Gottes, in ihr bleiben, in ihr Zuhause sein. Es ist, glaube ich, ein besonders schöner Anspruch, also eine anschauliche Formulierung in unserem Predigttext. Da steht ja auch, wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Drinnen bleiben in der Liebe, so wie man in einem Raum bleibt, in einem Haus bleibt, wo man eine Bleibe hat. Es hat ja mal die sogenannte Hohlwelttheorie gegeben. Nicht? Wir sind ja mit unseren Kenntnissen davon überzeugt, dass die Erde eine Kugel ist und wir auf der Erde gehen und durch die Schwerkraft auf der Erde festgehalten werden. Aber ich glaube, es ist 2 Jahrhunderte her, da hat man eine Hohlwelttheorie erfunden, bei der es genau umgekehrt ausschaut. Die Erde ist ja auch eine Kugel, aber wir befinden uns nicht oben außen, sondern wir befinden uns innen und gehen sozusagen im Inneren der Erde herum. Nun, diese rein physikalische Theorie hat sich wohl in den Köpfen der meisten Menschen als eine Skurrilität erwiesen. Aber vielleicht als Gleichnis scheint sie schon irgendwie zu passen, dass wir sozusagen von der Liebe Gottes so wie innerhalb einer Kugel, einer hohlen Welt, nicht so umfasst sind, dass wir gar nicht aus ihr heraus können. Aber auch die äußere Welt ist ja nur mit den Augen der Liebe zu verstehen. Was bitte sehen wir, wenn wir die äußere Welt ohne Liebe zu verstehen versuchen? Wer das versucht, was sieht er? Er sieht Atome, er sieht Moleküle, er sieht eine DNA, und je weiter er forscht, je tiefer er in diese Geheimnisse hineindringt, desto komplexer wird der Aufbau, den er sieht. Desto mehr Geheimnisse tun sich auf. Ein Verstehen bloß mit dem uns gegebenen Verstand, ohne das Herz, bleibt ewig verschlossen. Der Verstand ist ein Licht. Das Licht braucht man ja. Aber der Glaube ist eine Sonne. Der Russe Dostojewski hat in diesem Sinn vielleicht den einzig möglichen Weg zur Erkenntnis der äußeren Welt gesehen, wenn er Folgendes sagt: Liebe die ganze Schöpfung Gottes. Liebe das ganze All wie jedes Sandkörnchen. Liebe jedes Blättchen und jeden Strahl Gottes. Liebe die Tiere, liebe jede Pflanze. Wenn du das alles liebst, dann wird sich dir das Geheimnis Gottes offenbaren. Es geht also darum, dass wir anders schauen. Wir sollen zuerst glauben und dann können wir richtig sehen. Der umgekehrte Weg, den doch die meisten gehen, für sie schauen in die äußere Welt
und versuchen, aus dem, was sie in der äußeren Welt sehen, einen Rückschluss auf Gott zu ziehen. Nein, es geht nur so. Glauben, um richtig sehen zu können, und nicht schauen, um glauben zu können. Ja, am Ende müssen wir bedenken, dass unser Predigttext ja noch mit einer, sehr ernsten Aufforderung an uns endet. Und wir wollen uns davor bitte heute nicht drücken. Wir erinnern uns. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder bzw. seine Schwester hasst, dann lügt er. Wenn er seinen Bruder, Schwester, die er sieht, nicht liebt, dann kann er Gott, den er nicht sieht, erst recht nicht lieben. Christus gab uns dieses Gebot. Wer Gott liebt, muss auch seinen Bruder, seine Schwester lieben. Es ist also das, wie wir wissen, das wichtigste Gebot in der ganzen Bibel und ist das Gebot, das eigentlich die ganze Bibel und konkret auch das Doppelgebot der Liebe ist das Gebot, das letztlich auch alle 10 Gebote zusammenschließt. Ich darf von dieser Stelle nochmals, ich hoffe, ich gehe niemanden auf die Nerven, aber dringend einladen, irgendwann einmal, zum Beispiel auch heute nach dem Gottesdienst, zum Josefsplatz zu gehen, um das Denkmal Josefs des Zweiten befinden sich ja 4 Säulen, auf jeder der 4 Säulen 4 Medaillons, also 16 Medaillons insgesamt. Und eines dieser Medaillons hat es mir besonders angetan. Im Zentrum des Medaillons sind die Gesetzestafeln Mose, die 10 Gebote. Aber rundherum eine Schrift, Dilige Deum Super Omnia, liebe Gott über alles und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also diese Schrift rankt sich um die 10 Gebote herum. Schöner, bildlich kann man es wohl gar nicht ausdrücken. Vielleicht darf ich mit einer rabbinischen, sind ja unsere Nachbarn da in der Dorotheergasse, nicht? Einer rabbinischen Erzählung schließen. Da war mal ein Rabbi und der hat an seine beiden Schüler die Frage gestellt, woran erkennt man eigentlich, dass die Nacht vergangen ist und der Tag nun begonnen hat? Die beiden Schüler überlegen und dann sagt der eine von beiden, dann, wenn ich einen Esel von einem Pferd unterscheiden kann. Wird also schon heller, ich kann einen Esel von einem Pferd unterscheiden. Der Rabbi wiegt bedenklich seinen Kopf, der andere Schüler hat auch eine Antwort und sagt, dann, wenn ich einen weißen Faden von einem schwarzen Faden unterscheiden kann. Und dann sagt der Rabbi, ich sehe das ganz anders. Die Nacht ist dann vergangen und der Tag hat dann begonnen, wenn ich in einem Menschen, der mir entgegenkommt, meine Schwester oder meinen Bruder erkenne. Paulus in der berühmten Stelle, 13. Kapitel des 1. Korintherbriefs. Wenn ich keine Liebe habe, dann ist meine Sprache nichts anders als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Trommel. Und wenn ich einen so großen Glauben habe, dass ich Berge versetzen kann, aber ich habe keine Liebe, dann bin ich nichts. Wenn ich all meinen Besitz verteile und ich habe keine Liebe, dann nützt es mir nichts. Und als nun wirklich allerletztes eine Erinnerung an einen Vers in unserer Predigtstelle, von dem ich annehme, er fasst alle unsere Gedanken zusammen und ist eigentlich auch der Kernsatz, auf den man kommt,
wenn man ein ganzes Theologiestudium von vielen Jahren bewältigt hat. Theologie, zwei wichtige Teile, Ethik und Dogmatik. Und dieser eine Satz enthält beides. Ethik, lasst uns Gott lieben. Dogmatik, denn er hat uns zuerst geliebt. Amen. Ja, so schlagen wir wieder die Liederbücher auf. 401, 1 bis 3. Liebe, die du mich zum Bilde. Vielen herzlichen Dank für die Kollekte des vergangenen Sonntags. 397 Euro war für die eigene Gemeinde bestimmt. Bei der heutigen Kollekte werden Sie allerdings ein gewisses Problem haben, denn die heutige Kollekte ist eine empfohlene Kollekte. Die Hälfte ist nämlich für den Presseverband bestimmt. Das Problem, man müsste jetzt eigentlich das Doppelte von dem einlegen, das man vorher einzulegen beschlossen hat. Auf jeden Fall, Gott segnet Geber und Gaben und einen freudigen Geber. Auch eine freudige Geberin hat Gott lieb. Der nächste Gottesdienst in einer Woche, 10 Uhr, ist ein ganz besonderer, dreifache Besetzung. Es geht nämlich um einen Fakultätsgottesdienst in Kooperation mit der Evangelisch-Theologischen Fakultät. Predigt wird Herr Professor Dr. Markus Öhler halten und liturgisch begleitet von beiden Pfarrerinnen, also Julia Schnitzlein und Pfarrer Johannes Modes. 5 Taufen hat es gegeben. Charlotte Schönberg, jetzt weiß ich nicht, ob ich es richtig ausspreche, Ilvi Patricia Zimadon, Emilio und Emeline Zechner und Friedrich Haas Brückner. Gesegnet bzw. getraut wurden Norbert Nefort und Jürgen Kastel sowie Marlene Schönberg und Lars Krause. Die liebe Julia hat mir noch kurz, bevor sie nach Nürnberg gereist ist, mitgeteilt, dass sie
von einem Begräbnis kommen musste. Und wenn ich jetzt den Namen dieser Person verließ, ich weiß nicht, ob seine Frau anwesend ist. Es geht um Friedrich, beziehungsweise, wie sie ihn wohl genannt hat, Fritz Groschopf. Wurde im 88. Lebensjahr, knapp vor seinem 88. Geburtstag, beerdigt. Und wie ich dann gehört habe, er war, seine Frau mit ihm, 66 Jahre beisammen. Das ist also ein Bruch, wenn man das ausrechnet, 3/4 des ganzen Lebens, von 88 Lebensjahren, 66 gemeinsam, dann ist das eigentlich unfassbar. Wir wollen ihn und seine liebe Frau dann noch in das Fürbittengebet einschließen. Ja, und ein letzter Hinweis, übernächster Sonntag, also in 2 Wochen, findet ja, ich lies wörtlich, eine Sommeragape, Klammer, ein Sommerfest Light hier statt. Und nach dem Gottesdienst, in dem auch Mitarbeiterinnen verabschiedet werden, Doris Vater, Marlena Klaus und Silvia Mihailovic werden in 14 Tagen verabschiedet. Aber nachher gibt es eben diese Agape Light, die Sommerfest Light, und es hängen an den Glastüren noch Zetteln und man wird herzlich gebeten, sich dort einzutragen, wenn man irgendwie an diesem Sommerfest mittun kann, mithelfen kann, Fingerfood mitbringt und so weiter. Also bitte die Zettel zu besichtigen, zu berücksichtigen. Ja, und nun lasst euch noch grüßen mit dem Friedensgruß des Apostels. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Ich darf nun als Fürbittengebet ein Gebet des Franz von Assisi sprechen, bitte aber wieder Platz zu nehmen. Herr, mache mich zu einem Werkzeug deiner Liebe und deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste, nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe, nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Und was ihn jeder noch persönlich vorbringen möchte, möge er jetzt in der Stille beten. Nun vereinigen wir uns zu dem Gebet, das uns Jesus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht nun hin in die ganze Welt, in Abend und Morgen. Gott, der Schöpfer des Lichts, segne euch und alle Menschen und alles, was den Hauch des Lebens in sich trägt. Gott segne euch im Lauf der aufgehenden Sonne rund um die Erde. Sei du der Morgenstern, der über Australien wacht, die Morgensonne, die über Asien aufgeht, die Sonne der Gerechtigkeit, die für Afrika neuen Segen bringt, die Morgenröte, die über Europa erstrahlt, das Sonnenlicht, das sich über die Weiten Süd- und Nordamerikas verschenkt. So segne und behüte euch Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Nehmen wir noch einmal kurz die Plätze ein, zwei weitere Strophen des begonnenen Lieds und dann gibt es ja noch das übliche schöne Nachspiel.